So, hier sind wir auch schon. Hier ist das schöne neue Headset, das wir bekommen haben, nämlich das von Cooler Master, das Sirius C. Das wollen wir jetzt mal unboxen und uns mal ansehen, was uns denn da so erwartet. Von der äußeren Hülle erstmal ist hier erstmal so ein Sichtfenster, mit dem man halt das Headset sehen kann. Was schon, bevor man das überhaupt auspackt, mal so einen kleinen Eindruck erhaschen lässt von dem Headset. Und das sieht nach dem ersten Eindruck sehr gut verarbeitet aus. Verpackung erwartungsgemäß, wie heutzutage Hardware ausgeliefert wird. Hier hinten haben wir so eine kleine Übersicht, was mitgeliefert wird an Kabeln, an dem Headset, einem Controller, mit dem wir einige Dinge einstellen können. Lautstärkeregler und so weiter und so fort. Ja, wie wir hier schon sehen, ist PlayStation 4 kompatibel. Ist im Generellen ein Multiplattform-Headset angegeben von Cooler Master für den PC, Xbox und die PlayStation geeignet. Wir können natürlich die Konsolen jetzt nicht direkt testen. Wir werden das nachher an den PC einmal anschließen, wenn wir das unboxed haben. Und dann schauen wir uns das mal an, was dann das so kann. Okay, dann kommen wir mal zum Auspacken. Machen wir jetzt erstmal hier auf mit einem Messer. Na? Wollen hier auch nichts kaputt machen. Und so. Das ist auf jeden Fall hier schon mal ziemlich gut eingepackt. Mit so einer richtig schönen Lasche, wie wir das hier an der Seite sehen können. Und ziehen wir das doch mal raus. So, den Karton, das haben wir da noch mit drin. Wir haben hier noch so eine Gewährleistung, so ein Gewährleistungspapier. Das sieht aus, als hätten wir da noch eine kleine Beschreibung dabei. Ja, hier haben wir nochmal in allen möglichen Sprachen die Features des Headsets aufgelistet, so einen kleinen User Guide. Brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir hier, wie gesagt, das Warranty und die so eine kleine Anleitung, wie man das anders an den PC anschließt oder an die Konsole. Generell die Verwendung hier extra für die einzelnen Plattformen aufgezeichnet. Scheint relativ easy zu sein. Ich denke, das kriegen wir auch ohne diese Anleitung hin. Ja, den Karton lege ich erstmal zur Seite. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und was bleibt übrig? Wir haben hier so ein kleines Plastikgestell mit einer schönen roten, mit so einem schönen roten Unterbau. Haben wir erstmal das Headset hier in der Mitte, dieser kleine Controller. Gucken wir mal, dass wir das hier rauskriegen. Okay, das ist hier erstmal schön festgemacht an der Plastikverpackung. Schauen wir uns doch mal an. So. Jetzt mal hier auf zu dröseln. So, dann bleibt das schon hängen an diesem Controller. Gucken wir mal, das wird man hier rauskriegen. Ist jetzt hier ein bisschen laut. Muss man nachher mal ein bisschen rausschneiden. Aber so. Jetzt bleibt übrig natürlich noch das Headset mit dem Controller. Hier ist noch Unmengen an Kabel drin. Gucken wir mal, dass wir das hier auch aufkriegen. Das ist hier so festgeklebt. Eieiei. Das ist ja eher nicht so schön. Irgendwie das Gefühl, man kriegt das nicht richtig auf. Aber wo hohe Gewalt waltet, ne? Kennen wir alle. Können wir den Plastikkram und den Papierkram erstmal weglegen. Den brauchen wir nämlich jetzt nicht. Und dann bleibt nämlich übrig das schöne Headset. Wir haben hier den Controller. Der ist hier direkt an dem Headset fest dran, was wir zunächst schon mal sehen. Das Headset hat hier ist direkt, also das Kabel ist direkt an das Headset angeschlossen. Können wir hier nicht abmachen. Genauso auch am Controller. Was hier doch gut ist, das Kabel ist textil ummantelt. Kann man das hier vielleicht sehen. Das ist richtig gut. Dann werden nämlich Kabelbrüche ein bisschen besser vermieden. Finde ich immer einen sehr wichtigen Punkt, wenn ich neue Hardware kaufe. Ja, kommen wir zum Headset selbst. Das sieht erstmal sehr robust aus.
Wir haben hier im Bügel haben wir so eine Metallschiene, wie wir das heutzutage auch gewohnt sind, also richtig robust. Das fühlt sich auch erstmal richtig gut an. Ist in so einer Soft Touch Klavierlack Optik designt. An der Seite haben wir zu beiden Seiten dieses CM Storm Logo. Das ist auch beleuchtet und das Headset wird auch, wenn es angeschlossen ist, am Bügel und an Muscheln beleuchtet. Und wir haben noch zusätzlich hier eine kleine Leuchte am Mikrofon. Und dieses leuchtet halt auch auf, wenn das Headset an ist. Und ja, da habe ich schon gehört und gelesen, dass das einige Leute wohl stört, weil diese Lampe dann ein bisschen so im Sichtfeld ist und dann das dazu führen kann, dass. Ja, dass es zu Irritationen führt. Ja, dann ganz normal, das ist hier per USB, ist hier per USB anzuschließen. Wir haben auch einen Klinkenanschluss und wir haben hier so RCA-Adapter, um ja, das Ganze dann auch so anzuschließen. Das brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Ich benutze das nie eigentlich. In letzter Zeit habe ich immer USB benutzt und ja, man kann ja auch den Klinke nehmen. In diesem Headset haben wir ja verbaut 44 mm Main Speaker und 40 mm Subwoofer, die dann einen Frequenzbereich von 22 bis 20.000 Hertz abdecken. Das ist schon eine Menge. Und ja, was scheint hier im Fokus zu stehen, das ist halt gut verarbeitet. Wir haben hier Stoffmuscheln, also so stoffummantelte Ohrmuscheln, was sehr schönes Tragekomfort gewährleistet. Wir haben hier oben nochmal ein kleines Stoffpolster, was dann natürlich auch auf dem Kopf richtig schön anliegt. Und ja, das Mikrofon, das kann man hier so aufklappen und dann vor den Mund schieben. Das scheint hier sehr flexibel zu sein. Also man kann das in alle möglichen Richtungen, also was heißt in alle möglichen, ist halt übertrieben, aber man kann das so ein bisschen seitlich zur Seite biegen, damit das halt nicht ganz im Sichtfeld ist oder vielleicht nicht ganz vor dem Mund. Das kann halt je nachdem, was für eine Kopfform man hat und wie angenehm man das findet, dass das Mikrofon direkt vom Mund ist, ja, flexibel anpassen. Ja. So wie das aussieht, ist keine Software mitgeliefert. Das heißt, wir werden auch keine Software installieren müssen, um dieses Gerät zum Laufen zu kriegen. Ja, das war's auch schon als Unboxing. Und wir werden das Headset jetzt nochmal einem expliziten Techniktest unterziehen. Das halt mal an den PC anschließen und uns angucken, wie dann so die Soundqualität ist. Dann vielen Dank und wir hören voneinander. Ciao!